Schaffung von Atomwaffen zurück. Wir sind 100 Kilometer von Büchel zum Gefängnis Rohrbach gelaufen, wo zwei Bücheler Atombombenwiderständler wegen Direktaktion auf dem NATO-Stützpunkt Büchel zu langen Haftstrafen verurteilt werden. Ein dritter Bücheler Widerstandskämpfer wird nächste Woche eine 90-tägige Haftstrafe in der JVA Senne bei Bielefeld antreten. Ich warte auf den Beginn einer 90-tägigen Haftstrafe wegen des Sprayens von Tatort-Atombomben auf dem NATO-Stützpunkt Büchel. Letzten Freitag erhielt ich ein Schreiben der Ausländerbehörde Bautzen, dass sie besichtigt eine Verlängerung meiner Aufenthaltserlaubnis abzulehnen. Außerdem beabsichtigt sie, mich wegen meiner politischen Aktivisten, die sie als Straftaten bezeichnen, aus Deutschland auszuweisen. Sie sagen, dass ich das deutsche Rechtssystem eindeutig nicht anerkenne. Ich werde diese Entscheidung anfechten und gehe davon aus, dass ich eine Anhörung zu der Ausweisung Entscheidung erhalten werde. Danke.